Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist hier zu LS19 Campaign of France. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir fahren jetzt zu Feld 27 und müssen da noch einmal das Feld rubbern. Dafür gehen wir mal in die Innenansicht. Sehr gut. Diesmal klappt das auch einwandfrei. Ich hatte gerade versucht schon mal aufzunehmen, hatte dann aber noch währenddessen eine Folge gerendert und dementsprechend hat es hier geleckt ohne Ende. Also dementsprechend Folgen rendern und hier aufnehmen gleichzeitig, das funktioniert nicht. Das muss ich dann immer im Nachhinein machen. Na gut, ist halt so. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt auf jetzt 27, da haben wir auch dann Resche stehen, wir müssen noch zum Hof fahren. Wir müssen anschließend noch für 10 Feld 1 ist das, glaube ich, müsste noch neu einsehen und Feld 27 ebenso nochmal. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Mit welchen Fruchtsorten müssen wir einfach mal gucken. Da werden wir uns dann nachher mal einen Überblick verschaffen in der Siedelübersicht. Zusätzlich wollen wir noch gucken, wie es mittlerweile mit der Silage aussieht auf dem Hof. Ob da mittlerweile oder wie weit da der Prozess ist, der Gärprozess und. Also wie ihr seht, wir haben einiges zu tun. Ich bin dementsprechend auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Aktuell haben wir 9.825 € auf dem Konto. Da oben fällt wieder der Zug. Nice Sache, Leute. Sehr gut. So, einmal zurücksetzen. Und dann beginnen wir hier mit dem Grubbern. Alle Felder sind einmal gedüngt. Wir müssen die Felder noch einmal düngen. Das würde ich dann nach der Einsaat wohl machen. Der Felder, also alle Felder einsehen. Und danach einen Durchgang mit Düngen. Dann sollte es eigentlich für alle Felder passen. Gehe ich mal von aus. So, ansonsten, ja, mittlerweile hat sich ein bisschen was geändert. Ich möchte euch hier auch ein bisschen darüber berichten, wie es weitergeht. An den Thumbnails zum Beispiel werde ich nichts mehr ändern. An der Videobeschreibung werde ich auch nichts mehr ändern, soweit. Es sei denn, da kommt noch was hinzu. Irgendwie Instagram jetzt oder TikTok eventuell noch oder sonst was. Das sind natürlich Sachen, die werden dann noch mit zugefügt. Aber so an sich, der Aufbau der Beschreibung, der bleibt jetzt komplett bestehen. Was sich aber wohl ändert, was ihr vielleicht jetzt auch mittlerweile gemerkt habt, mit Ron habe ich darüber auch ein bisschen geschrieben, ich glaube mit LP Train Fan auch, ist das Video an sich. Und zwar wird dementsprechend das Intro erstmal nach hinten verschoben oder ganz wegfallen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ich mag mein Intro eigentlich sehr, sehr gerne, aber wir schauen einfach mal, ne? Ich mache es jetzt erstmal zum Test teilweise ganz weg, mal etwas weiter nach hinten verschoben. Wir müssen einfach mal schauen, wie es dann wird. Zusätzlich lasse ich jetzt auch erstmal testweise das Auto weg, auch wenn mir das wirklich sehr am Herzen liegt. Aber ja, naja, egal. Ich werde jetzt nicht so viel drüber quatschen. Sonst kommen ja gleich noch die Tränen. Ne? Naja. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier zu Ende grubbern. Zwei Spuren sind es noch. Dann haben wir das durch. Dann müssen wir gucken, dass wir die Einsaat machen. Hier auf dem Feld 27, auf Feld 1 und auf Feld 10. Das werden wir doch wohl hinkriegen, ne? Das werden wir doch wohl hinkriegen. Und so, da mal mit Timer starten. Timer starten könnte auch helfen. Na gut, dann habt ihr jetzt noch 15 Minuten, Leute. Dann habt ihr jetzt noch 15 Minuten. Seid froh. Seid froh, Leute. 15 Minuten ab jetzt. Ne? Also zusätzlich Content auf jeden Fall hier am Start. Na gut, mit dem Grubbern sind wir durch. Das hat schon mal geklappt. Einmal zusammenklappen, einmal ab zum Hof wieder. Tank vom Fan sieht auch gut aus, der ist gut voll. Da mussten wir oder haben wir wohl in den letzten Folgen erst wohl getankt. Sonst wäre wahrscheinlich etwas mehr schon weg.
Ich würde aber mal sagen, wir fahren direkt mal am Hof an die Werkstatt dran und werden mal den Grubber und den Fendt reparieren, weil der Fendt ist jetzt schon ziemlich beansprucht worden mittlerweile. Wir werden aber vorher auch noch mal die beiden Gerätschaften säubern. Das müssen wir auch ab und zu mal zumindest machen. Das ist, finde ich, doch schon irgendwo wichtig. Sonst meckert auch der liebe Ron wieder. Guck mal, wie deine Maschinen aussehen. Die sind ja total dreckig. Wie kann man so arbeiten, ne? Das geht ja mal gar nicht, ne? Ja, doch, geht. Aber hast recht. Wir müssen aber wieder sauber machen hier, ne? Wir müssen aber wieder mal sauber machen. Guck mal, sieht doch viel, viel besser schon aus, ne? Gar nicht so viel Zeit rein investieren, sondern einfach kurz und knapp. Kurz und knapp sauber gemacht. So sieht es da schon wieder viel, viel besser aus. Einmal reparieren, einmal den Fendt. Einmal reparieren. Danke sehr für 230 Euro. Boah, teuer. Teuer, Leute. Und der Gruber wird wahrscheinlich nicht gerade billiger sein, ne? Doch. Gehe ich mal von aus, der wird billiger sein. Oder? Doch, mit Sicherheit. 5 Euro. Ja, easy. Easy. Apropos Grubber reparieren. Ich wollte jetzt gleich auch nochmal nach den Schafen gucken, wie es mit der Wolle aussieht da. Weil die Wollepalette war ja schon relativ voll gewesen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal nachgucken. Ich laufe mal eben schnell hin und dann werfen wir da einen Blick drauf. Auf die Wollpalette hier. Sauber gemacht hatten wir auch erst vor kurzem. Okay, die Wolle ist voll. Das heißt, wir müssen einmal den Motor starten. Von dem Handhubwagen. Motor starten, ne? Naja, egal. Und dann holen wir die Palette immer hier raus. Einmal ganz schön gerade reinfahren. Und einmal rausfahren. Schön, dass er auch die Füße bewegt, ne? Die Beine und alles Mögliche. Ja, die Arme zumindest bewegt er. Wenigstens etwas, ne? Wenigstens etwas, was er zumindest die Arme bewegt. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Wie er über den Boden rutscht. Nice. Na gut, egal. Motor aus. Und aussteigen. Dann können wir hier wieder zumachen. Dann haben wir jetzt mittlerweile 4 Paletten Wolle hier. Wir müssen auch nach den Preisen gucken, fällt mir gerade ein. Wir hatten doch hier die Milch, die war doch steigend, genau. Die Wolle ist mittlerweile steigend, da müssen wir ein Auge drauf haben, Leute. Da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben, wenn der Preis oben ist und nicht weiter steigt. Da müssen wir definitiv die Milch verkaufen. Aktuell haben wir an Milch hier 7.500 Liter, über 7.500 Liter sogar. Das ist ganz schön viel und sollte schon, also denke ich mal so, um die 10.000 Euro bringen, wenn wir es dann verkaufen. Können wir gut vorstellen, dass es um die 10.000 Euro bringt. Ja, mit Sicherheit. Gut. Wo ist die Sämaschine? Die Sämaschine ist da, sollen wir mit dem Kleen fahren? Da, komm, fahren wir mit dem Kleen, ne? Dass der Kleen auch mal wieder an die Arbeit kommt. Sonst langweilt er sich noch hier, ne? Sonst langweilt er sich hier noch. So, jetzt müssen wir aber trotzdem zuerst einmal gucken, was wir einsehen müssen oder einsehen wollen. Und zwar haben wir aktuell da ein bisschen Weizen, relativ viel Gerste, wenig Raps, ne? Ne, wenig Hafer. Hafer haben wir relativ wenig da. Raps wenig da. Sojabohnen noch weniger. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auf Feld 27 Sojabohnen, auf Feld 1 Hafer, auf Feld 10 Hafer. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Möglichkeit. Da würde ich erstmal Feld 27 machen, weil wir dafür jetzt nicht so viel brauchen.
Wir müssen aber trotzdem mal umstellen auf Sojabohnen, genau. Und dann werden wir anschließend zum Händler fahren, einmal die Sämaschine auffüllen, dann werden wir Feld 10 machen und Feld 1 einsehen. Ich hoffe, dafür sollte das Saatgut dann aber auf jeden Fall reichen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob das dann soweit passt. So, Feld 27 Sojabohnen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was vorher drauf war, ist jetzt aber auch egal erstmal. Wir brauchen Sojabohnen, Leute. Wir brauchen Sojabohnen, ne? Und Hafer. Haben wir zwei Felder wieder mit Stroh dann anschließend. Na gut, egal. Passiert. Hier ist wieder eine zusätzliche Einnahmequelle. Ist wieder eine zusätzliche Einnahmequelle, Leute. Aber wir brauchen Hafer und Sojabohnen relativ viel gerade. Das auf jeden Fall. Hoppala, hoppala, hoppala. Einmal Sämaschine senken, einschalten und ab die Post. Komm, 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 ja. Dann geht doch. Geht doch. Sehr gut. Okay, das passt. Das sieht gut aus. Naja, ich denke mal, hierfür sollte das Saatgut auf jeden Fall noch reichen. So viel werden wir mit Sicherheit nicht brauchen. Aber die Bremsen sind nicht gerade gut hier, ne? Die Bremsen sind nicht gerade gut hier von den Plänen. Die könnten besser sein, glaube ich. Die könnten wesentlich besser sein, Leute. Aber gut. Ihr seid ein alter Traktor. Ihr seid ein ganz alter Traktor, Leute. Ja, was wir auf jeden Fall abgeben werden, ist der Striegel. Den Striegel werden wir abgeben. Hallo, Bremsen. Ja, nett. Danke. Einmal senken wieder und nächste Spur. Haben wir das eigentlich relativ schnell geschafft hier. Wie gesagt, Striegel werden wir abgeben. Ich meine, den hätten wir noch da. Den werden wir abgeben. Wir werden dann in Zukunft das Unkraut mit der Feldspritze bearbeiten. Das habe ich vor. Und Ron hat auch in den Kommentaren geschrieben, ja, verkauft doch den Striegel dann. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich finde den Striegel ist eine nette Sache, aber ich finde den jetzt nicht so beeindruckend. Ich finde irgendwie die Spritze passt irgendwie besser hier zur Campaign of Bronze als der Striegel. Dann werden wir aber dementsprechend zum Händler fahren, damit wir eventuell etwas mehr Geld zum Verkauf bekommen. Zumindest war es in den vorigen Teilen so, dass das eine Auswirkung hatte auf den Verkaufspreis. Ob das jetzt noch eine Auswirkung hat, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber einfach mal machen und dann profitieren wir eventuell davon. So, okay, nächste Spur. Einmal senken die Sämaschine und einmal Gas geben. Sehr gut. Da kommt wieder der Zug vorbei hier auf der Campaign of France, der altbekannte Zug, Leute, ne? Der altbekannte Zug. Finde ich cool. So, wir drehen. Zwei Spuren müssen wir noch fahren. Dann haben wir es geschafft schon. Wir haben noch mehr als genügend Saatgut eigentlich über, ne? Mehr als genug Saatgut haben wir eigentlich über. Das ist schon beachtlich. Das ist schon beachtlich. So, wenn wir Feld 27 haben, fahren wir, wie gesagt, zum Fahrzeughändler. Werden nochmal die Sämaschine komplett auffüllen. Und dann machen wir Hafer. Wechseln wir zu Hafer.
Und werden erst Feld 10 einsehen und dann Feld 1 anschließend im Nachhinein. So ist der Plan aktuell. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns den Düngestreuer schnappen und werden nochmal alle drei Felder, oder was ist Düngestreuer, hier Güllefass hier nehmen und werden alle drei Felder nochmal düngen. Dann sollte es eigentlich passen, ne? So, Feld ist eingesät. Perfekt. Ja, gut. Mähdrescher steht jetzt gerade im Weg. Die müssen wir noch wegfahren. Müssen wir dran denken, Leute. Da müssen wir auch mal dran denken, den Drescher wegzufahren. Na gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute, ne? Ja. So. Ansonsten sind wir jetzt natürlich auf dem Weg zu 600 Folgen Campaign of France. Ich bin gespannt, wann wir es erreichen. Wann wir die 600. Folge schaffen. Bin ich echt gespannt. Ich werde jetzt heute in der Aufnahmesession mindestens vier Folgen aufnehmen. Ich wollte gerade mal gucken, Feld 30, 31, ist das eingesät? Muss auch noch eingesät werden. Alter Falter, da haben wir ja. Okay, da haben wir richtig viel zu tun. Sollen wir denn hier auch Hafer machen? Oder sollen wir mal was anderes machen? Wir können auch hier von mir aus Hafer machen. Sollen wir Hafer machen? Ich glaube, wir machen Hafer. Komm, machen wir drei Felder Hafer. Da haben wir erstmal anschließend genug Hafer. Oder? Na, egal. Machen wir Hafer. Machen wir jetzt mal viel, viel Hafer, Leute. So, tanken müssen wir mit dem Kleinen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also viel Sprit fehlt ja auch nicht, aber trotzdem würde ich es gerne machen. Wie viel kostet es? 29 Euro. Ja, easy. €29 ist easy. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit Feld 30, 31 an, ne? Eine kleine Planänderung. Ich hätte gedacht, hier hätten wir schon eingesät, anscheinend aber nicht. Aber hier müssen wir, glaube ich, noch ein zweites Mal düngen, ne? Ich sehe gerade, Feld 27 müssen wir auch noch kalken. Feld 1 auch. Okay. Na gut. Na gut, dann müssen wir das auch noch machen. Machen wir dann erst das Kalken und dann dementsprechend das Düngen. Kalkt man vor dem Einsehen oder nach dem Einsehen? Ist ja gut. Na gut, passiert. Ich weiß gerade nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Kalkt man vor dem Einsehen oder nach dem Einsehen? Eigentlich vorher, oder? Oder nachher? Ich weiß nicht. Also vorher würde für mich irgendwie gerade eher Sinn machen. Kann aber auch dementsprechend natürlich anders sein. Und Kalken ist doch eher sowas wie eine zusätzliche Düngestufe, oder was? Eine Art? Kann das sein? Liege ich da richtig? Ich habe sie gesagt, gerne mal in die Kommentare. So. Komm. Kleiner. Muss man ein bisschen Gas geben hier. Ein bisschen mehr Leistung bringen hier. Ein bisschen mehr arbeiten. Ein bisschen mehr Arbeit musste man lieber. Aber gut. Arbeiten kannst du auch in der nächsten Folge, denn Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge Campaign of France. Bis dahin. Servus und tschüss.